Okay, Internet und YouTube zurück bei der Witcher 2. Diese Schreie machen mich psychisch fertig, aber ich schaue hier gerade durch. Vielleicht sollte ich doch jetzt mal was aufwerten, obwohl ich habe hier nur gewöhnlich, wisst ihr? Und gewöhnlich ist doch nicht... Also jetzt für Geralt. Das habe ich verwendet. Ah, komm schon. Das Feuer ist... Okay, das nehme ich. Damit wir hier alle glücklich sind. Gewöhnlich, magisch. Plus 10. Hier ist nichts. Das Blut. Alright. Rüstung mit Kettenringen. Okay, Blutenresistenz. Ja gut, von mir aus nehme ich das auch. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle glücklich und zufrieden. Komischer Staub hier. Was war das andere? Rune, das könnt ihr mal aufhören zum Schreien hier hinten. Hier das noch dazu. Und das war's. Mehr will ich nicht. Okay, gut, seid ihr zufrieden? Geh mir aus dem Weg! Hexer, rette die Elfinnen! Ich bin dabei, Moment! Ey, was willst du? Du wirst mich doch nicht angreifen! Das ist doch nicht, was ich für Aufwertungen habe, du Idiot! Das kann doch nicht wahr sein! Geralt, du musst dich fertig machen im Schlaf, mit verbundenen Augen. Gegen diese Noobs, das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich. Geralt. So, durchsuchen. Kurzschwert, gib mir das zum Verkaufen. Dankeschön. So. Öffnen. Das Feuer brauchen sie jetzt, glaube ich, nicht, Geralt. Ich muss... Ja. Ich bin doch schon unterwegs. Hinaufklettern. Geralt, wir haben keine Zeit für Späßchen. Für Steuerungsprobleme. Okay, es sitzt aber ganz schön ruhig da, dafür, dass er schreit. Geflohen. Gwynblade! Loredo holt Verstärkung! Wir segeln los! Unter uns brennt der Turm. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Hilfe! Wo denn? Du kannst deine Hände bewegen? Du auch? Und du auch. Okay. Was? Befreien? Okay. Ah, klick, klick, klack. Unsichtbare Fesseln ab. Okay. Ja, steck's ein. Hast recht. Oder jage Leute. Ja. Befreier, oh Gott, was ist das? Was, wo kommt das her? What? What the... What? 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 Was zur... Wie zur... Warum zur... Gott, was soll denn der Quatsch? Okay, alles klar. Ihr wollt den totalen Krieg? Gut. 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 Okay, ihr seid tot. Alle. Gut, bis auf die Elfinnen, aber sonst seid ihr tot. Und bis auf Triss. Und alle anderen hübschen Frauen, aber sonst. Und den Handwerker, den brauche ich später noch. Oh, ja klar, jetzt muss ich nochmal gegen die Hanseln hier. Hanswürste. Hexer! Rette die Elfinnen! Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Komm, lass mich in Ruhe. Loredo hat den Verstand verloren. Zu mir! Rennt sie bei lebendigem Leib. Komm, und stirb! Und schneller, sterben! Shut up hier! Drei! Das kann doch nicht, so lang dauern hier. So. Ihr lauft. Und lauft. Und lauft. Okay, und die Schreie gehen weiter. Mach auf. Öffnen. Oh Gott, steht das dann mal da? Steht das dann nochmal hier? Oh. Wo kommst du her? Ah, doch, okay. Hast du was für mich? Psst. Seid mal leise, ich weiß, dass es hier oben... Okay, jetzt kann ich erst öffnen. Alright. Ah. So, hier rein. Hier rauf. Komm.
Hinauf, komm. F5, speichern. F5, F5, F5. Wo ist Loredo? Geflohen. Gwynplaine! Ja! Loredo holt Verstärkung! Warte! Unter uns brennt der Turm. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Na komm, mach hin! Mach hin! Zack! Nächste! Ja, steck dein Schwert ein, verdammte Kacke! Ja! Da, 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 da. Ich klicke wie beklappt. Oh Gott, hier fängt es an zu brennen. Hier fängt es an zu brennen. Na komm, schneller. Geralt. Ich habe keine Zeit für solche Scherze. Okay, wir springen. Ah, oh, Sequenz springen. Wo kommst du her? Ich hab da schon drei. Okay. Muss ich den anderen? Gott sei Dank. Loredo ist entwischt. Wer kommt nicht weit? Wenn ihn nicht ein Einheimischer erledigt, dann jemand anders. Es spielt keine Rolle. Du hast unsere Frauen gerettet. Wir stehen in deiner Schuld. Hilf mir, den Königsmörder und Triss zu finden. Dann sind wir quitt. Auf nach Vergen. Wir legen ab. Konnte Vernon Roche ungehindert ablegen? Ihm fehlt nichts. Wir haben ein bisschen geplaudert, stell dir vor. Aber es sollte dir klar sein. Er konnte nur ziehen, weil ich es zugelassen habe. Ja. Was ist denn? Oh, ich muss. Ah, ich bin. Okay, das war easy. Ich brauche sein Schwert. Temerische Spezialverbände. Nach dem ersten Nilfgaard-Krieg von Foltest zur Bekämpfung der Skoyatel aufgestellt. Veteranen, Fachleute. Die Besten der Besten. Es ist aus, Roche. Siehst du diese Schilde? Mir fehlen nur noch die temerischen Lilien. Ich habe die Anführer aller Spezialverbände im Norden besiegt. Jetzt kann ich die Skoyatel einen. Bringen wir es hinter uns. Ich werde dich nicht umbringen, Roche. Enseide töten nicht die letzten Vertreter einer aussterbenden Gattung. Leb weiter und vergiss nie, wer dich besiegt hat, denn ich kann es ein zweites Mal tun. War fail, Vernon Roche. Du machst einen Fehler, Jorvet. Ich werde dich finden. Was für ein Idiot. Gott sei Dank bin ich nicht mit diesem Idioten mitgegangen. Weiß nicht, wann es genug ist. Wir segeln los! Gott, gib mir jetzt dein Schwert. Drei Schläge. Geschafft. Das ist erst der Anfang. Ich bin froh, dich auf der richtigen Seite zu wissen. Deine Gewissheit hätte ich gern. Ich hätte Ferrero gesagt. Auf der richtigen Seite wäre. Okay, gib mir jetzt Ausrüstung ohne Ende. Was mich in diesem Spiel vorantreibt, ist die Ausrüstung und Triss. Ein langes Schwert. Schadenspunkte meine ich damit, natürlich. Darüber freut sich Triss. Dass ich sie verteidigen kann. Akt 2! Oberedien in Pontatal! Oha! Die erste heiße Frau. Gut, ich bin richtig. Hallo? Ah. Vorspiel! Auf einen Schlag. Wer bin denn? Was so? Ich erinnere mich an die Stille, als die Nachricht Wengerberg erreicht hatte. Im Palast, auf den Straßen, in den Häusern. Schweigen in der gesamten Hauptstadt. Hier war es. Alle haben geschrien. Ich war irgendwo hinter der Anhöhe dort.
mittendrin im Massaker. Was wirst du tun, Saskia? Nicht zulassen, dass Eddern verkauft wird. Krieg mit Hänselt können wir uns nicht leisten. Wir müssen Kompromisse eingehen. Das Kriegführen überlass mir, Fürst. Kümmer du dich um Hänselt. Ich hab sie mir größer vorgestellt. Japen Zigrin sagt, der König sei aufgebaut. Die Jungfrau sieht sie auch nach aus. Provozier ihn. Wir sprechen uns erst danach ab. Nein. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Adel uns verraten hat. Pfeif auf den Adel, Fürst. Der wurde an der Düfne von meinen Bauern geschlagen und ist seitdem ohne Bedeutung. Beim Gräbe, Herr. Dieses Mädchen ist ein Dämon. Erstens hat dieses Mädchen einen Namen. Und zweitens habe ich keine besseren Anführer. Die haben uns alle verraten. Sie ist ein Ungeheuer. Gräbe hat mir einen Traum geschickt. Eine teuflische Schlange will dein Erbe verschlingen. Schweig, Olkan. Wir sind bald da. Sieh mal ihren Gang an. Das muss ein Dämon sein. Saskia. Ich werde mich also mit Saskia vergnügen. Hoffe ich. Okay, danke fürs Warten. Mit meiner Rüstung brauche ich nämlich... Wir unterschreiben alles, allergnädigster Herr. Wir haben Gäste. Sei gegrüßt. Stannis, Sohn Demavels. Willkommen zu unserer Unter... Jetzt brich doch nicht ab mitten im Gespräch. Sei gegrüßt, Hänselt. Du fühlst dich in Eddern wie zu Hause, wie ich sehe. Ich kann mich nicht erinnern, dich eingeladen zu haben. Das hat Fellard übernommen. Ich bin auf seine Bitte hier und habe die Friedensverträge nicht gebrochen. Noch nicht. Ach ja. Brogan, eskortier Graf Fellard an einen passenden Ort und enthaupte ihn. Wag es ja nicht, du Rotzwengel. Du möchte gern König. Dein Vater war... Mein Vater ist tot. Die Trauerzeit ist noch nicht vorbei und schon hast du sein Land verraten. Majestät, ich ersuche um Hilfe. Der junge Mann ist verrückt. Schafft ihn weg. Eure Majestät. Und unsere Abrede? Dich brauche ich nicht mehr, Fellard. Time to say goodbye. Hat noch jemand Einwände? Vorzüglich, dann kommen wir zur Sache. Hört, hört. Legen wir die Karten auf den Tisch. Ich habe gut 200 Ritter im Lager. Das genügt, um noch ein paar Stunden lang über den Fluss zu setzen. Auf der anderen Seite warten 5000 kampfhungrige Soldaten. Was sagst du? Kein Problem. Du brichst die Friedensverträge? Was denn für Friedensverträge? Wenn du Vergen angreifst, hast du 5000 tote Männer. So sieht's Überleg aus. Überleg es dir, mein Junge. Es ist nur ein Stück Land. Gib es mir und du behältst die Krone. Wenn du dich weigerst, zerquetsche ich dich. Lass mir die Niedermark. Geh zurück nach Wengerberg. Oh Gott. Nee. Weißt du, warum Eddern keine Markgrafen hat? Weil es keine Marken hat. Das ist Ober-Eddern. Meine Heimat. Meine Ländereien. Meine Untertanen. Vorsicht, du Welpe. Du knurrst deinen Bären an. Mich schüchterst du nicht ein. Möglich. Oder du spielst den Helden, vergehst aber insgeheim vor Angst. Vielleicht brauchst du nur ein wenig Druck, um die Katze aus dem Sack zu lassen. Probier's doch aus. Was für eine öde Konversation. Deine Spitzfindigkeiten ändern nichts daran, dass ich dir überlegen bin. Wir wissen beide, dass ich nicht mit leeren Händen gehe. Also, was schlägst du vor? Zieh deine Truppen hinter den Ponta zurück. Ich bezahle deinen Kriegszug. Ich gebe dir die... Nein. Saskia bleibt bei mir. Los, zieh sie zurück. Hol deine Truppen hinter den Ponta zurück und verzichte ein für alle Mal auf Ober-Edde. Das ist doch ein Angebot. Holla. Du hast wohl meine Frage nicht verstanden. Was habe ich denn davon? Frieden. Machst du Witze? Denkst du, das wäre ein Spaß? Du hast soeben den Krieg ausgerufen, du Hosenscheißer. Ich höre mir deine Drohungen nicht an. Wir haben uns zu Verhandlungen getroffen. Halt die Schnauze und zieh! Okay, ich bin dabei. Saskia. Ich bin bereit für den Tanz, mein König. Oh, Saskia. Gib's ihnen! Gib's ihnen! Oh Gott! Macht ihr das aus? Macht ihr das, Saskia? Okay, ich beobachte. Gott, Gott. Du links noch ein wenig. Ja, exakt. Wo bist du hin? Wo bist du? Oh Gott. Komm her, König. Komm her. Was machst du denn hier? Sheila? Sheila, verpisst. Wo kommt die? Habe ich die vorher nicht gesehen? Oh Gott, ich bin tot. Das war eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe. Stopp! Stopp! Im Namen von Kräve, Freier und Belitele.
Du bist angezogen wie Robocop, mein Lieber. Wie kannst du da verwundet sein? Oh oh. Hey! Bei der Milch der üppigen Brüste der Allmutter, Geralt von Riva. Hey, meine Freunde. Und in erlesener Gesellschaft. Jarfen Sigrin. Es ist lange her, du schwere Nöter. Schön, dich bei bester Gesundheit zu sehen. Geralt, was hältst du da, Maulaffenpfeil? Willst du deinen alten Freund nicht umarmen? Geralt hat Probleme mit seinem Kopf. Ha! Dann hat er Foltest wirklich erschlagen? Passt mir gut. Foltest den knickrigen alten Rammler. Sehr schön, Geralt. Er hat sein Gedächtnis verloren. Ich hab Foltest nicht getötet. Ja, ja, ist auch egal. Einer war's. Wir haben jetzt andere Probleme. Okay. Wo ist Duskia? Oh, was will der Schlechter hier? Ich bringe 100 Bogenschützen, die besten der Welt. Wir wollen eure Sache unterstützen. Da müsst ihr wohl warten. Saskia und Fürst Penis. Stannis. Verhandeln gerade mit Hänselt. Wir warten hier, falls was schief läuft. Oh oh. Hm. Die Sonne ist erloschen. Ruf die Zauberin. Not good. Komm, Geralt. Aha. Wir sehen uns im nächsten Part, YouTube. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Oh Gott, Sequenz, ich wollte mich verabschieden. Das dauert zu lange. Oh Gott. Oh oh, na großartig, jetzt haben wir den Salat. Zombies. Yes, Zombies. Level aufgestiegen auch noch. Sie darf nicht sterben. Moment, zuerst speichere ich hier. Warte, stopp. Wartet kurz. Wartet kurz. Oh, danke schön. Hey YouTube, wir kämpfen gegen die Zombies im nächsten Part. Macht's jetzt gut. Tschüss.